Pariser Klimaabkommen. Das Pariser Klimaabkommen ist ein Übereinkommen von 195 Vertragsparteien mit dem Ziel des Klimaschutzes. Das Abkommen wurde am 12. Dezember 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris von 195 Staaten und der Europäischen Union unterzeichnet. Das Ziel ist es somit, Klimaschäden wie das Steigen der Meeresspiegel aufgrund der abschmelzenden Polen, Klimaflüchtlinge und das Aussterben vieler Tierarten zu verhindern. Nach dem Stand vom 7. November 2017 erkennen alle Staaten der Erde bis auf Syrien das Übereinkommen von Paris an. Am 1. Juni 2017 kündigte der damalige US-Präsident Donald Trump den Austritt der USA an dem Übereinkommen an. Das Pariser Klimaabkommen trat am 4. November 2016 in Kraft, 30 Tage nach den 55 Staaten, die zudem mindestens 55% der weltweiten Emissionen verursachen, unterschrieben haben. Ganz klar, das Leitziel dieses Klimaabkommens ist die Verhinderung eines Temperaturanstiegs und den Temperaturanstieg auf unter 2 Grad Celsius zu halten. Finanzierung. Mit der Unterschrift auf dem Klimaabkommen haben sich die Industrielländer dazu verpflichtet, bis 2020 jährlich mindestens 100 Millionen US-Dollar in die Maßnahmen zu investieren, die zur Einhaltung der Ziele erforderlich sind. Tatsächlich sind es die Industrielländer dieser Welt, die diese Krise zum Großteil verursacht haben, und die Entwicklungsländer jene, die die ersten Konsequenzen der Veränderung unseres Klimas am meisten spüren. Bis zum Jahre 2050 sollen Emissionen, also all die Treibhausgase, die durch die Landwirtschaft, Industrie, Autos, Flugzeuge und viele andere Verursacher in die Atmosphäre gelangen, laut Klimaabkommen auf null reduziert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Energiewende, in der es darum geht, auf erneuerbare Energien wie etwa Solar- oder Windenergie zu setzen und auf fossile Energieträger zu verzichten. Verluste und Schäden, so benennt die Europäische Kommission ein weiteres Element des Pariser Klimaabkommens. Diesen Punkt gibt es für den Fall, dass die Länder es nicht schaffen, die Ziele einzuhalten und wir die Konsequenzen des Klimawandels immer mehr zu spüren bekommen. Das Klima hat sich bereits schon so drastisch verändert, was sich in Form von Dürren, Überflutungen, Stürmen, Hitzewellen, Waldbränden und vom stetig steigenden Meeresspiegel bemerkbar macht. Verluste und Schäden vorbeugen sollen insbesondere Maßnahmen wie etwa Frühwarnsysteme, Notfallvorsorge oder Risikoversicherung.